Herzlich willkommen zurück hier. Weiter geht's, Leute. Ja, mein Problem ist wirklich bis jetzt hier mit den Waffen. Also 63, wir haben jetzt 63. Fehlen 8, also einmal 4 Ladungen, einmal 6 Ladungen. Mehr produzieren kann ich nicht. Es geht nicht. Es ist alles im Lager. Das Problem, was wir einfach haben, ist, dass uns das Holz zu schnell ausgeht. Ja. Aber wenn ich mir hier die Industrie angucke, die läuft. Jetzt haben wir wieder kein Holz. Das nervt, also dass wir schon wieder kein Holz haben in diesem Betrieb. Hier oben hätten wir noch Holz. Ist wahrscheinlich zu spät. Aber was soll ich machen? Muss ja eh bis nach da. Eigentlich auch. Auch das so machen, oder? Ja, darum brauche ich keine Personal. So. Bring die Holz schon wieder dahin. Weil wenn wir hier gucken, null. Und jetzt haben wir eine Expresslinie. Ja, mal sehen, wie es funktioniert. Ein Zug mehr mit Holz, der jetzt hier knallt. Darauf müssen wir natürlich dann nochmal eine Versorgung bauen. Und ihr habt schon Forschen. Was für 100 gibt es nicht. Ja, aber da sind wir ja leider noch nicht. N 0,6 Holz, also es ist wirklich lächerlich, Leute. Jetzt hoffe ich, dass er hier richtig mal durchkloppt, der Zug. Dass wir dadurch ein bisschen weiterkommen. 11:30 schon. Ja. Und der jetzt? Macht er das jetzt trotzdem? Nö. Also er erholt sich dann wirklich nur das Material, wenn sie es dann auch brauchen. So, also den Weg haben wir jetzt. War das dein Rad, das zu mir rübergerollt ist? Hier fehlt mal wieder ein Versorgungsturm, haben wir auch erledigt. Was ist das? Er erhöht die Anzahl der Passagiere in der jeden Stadt, der unterneben eines Bahnhofs hat. Wer meint's? Meins. Lass mich doch nicht verarschen von denen. Dir ist doch wohl klar, Dankeschön. dass das Krieg bedeutet. Dass das Krieg bedeutet. Aha, der hat mir was weggenommen. Das ist ganz böse. Mama. Arschloch, Alter. Und wieder kein Holz. Der Weg ist echt weit, ne? Also das muss man jetzt wirklich mal sagen. Ich werde mal, weil der jetzt unten ist, wir werden jetzt gleich noch mal eine losschicken. So, ohne irgendwas, weil jetzt ist der nämlich da. Ja, zack, der fährt nämlich jetzt zurück. Jetzt läuft nämlich hier die Produktion nämlich wieder volle Düse. Weil 6,7 im Lager. Was möchtest du denn? Nein, danke, möchte ich nicht. Nervt mich. Ich will jetzt einfach meine Holzfabrik eigentlich vernünftig zum Laufen kriegen. Mehr nicht. Er kriegt nämlich keinen ganzen Hänger mit. Seht ihr? Das ist lächerlich. Vier Ladungen. Die Hälfte. Ja, das geht nicht. Das ist so.
Das ist zu wenig. 3,9 nur noch im Lager an Holz. Ich hoffe einfach, dass das jetzt ein bisschen flotter hier vonstatten geht. Ja. Wo ist der andere Zug? Okay, danke. Warum hast du jetzt nichts dabei? Warum hast du kein Holz dabei? Willst du mich jetzt verarschen? Ich hab doch nicht den gekauft, das ist doch die, oder nicht? Ja. Thompson 10 Wheels ist das. Der Gemisch. Aber wieso hat er jetzt kein Holz mitgenommen? Willst du mich jetzt verarschen? Nee, jetzt mal ohne Flachs, warum nimmt er denn kein Holz mit? Warum nimmst du nur 3 Ladungen Holz mit? What the fuck? Das Lager ist doch nicht... Ja gut, es sind 14 Stück drin. Ich weiß nicht, was reingeht. Aber das ist nicht viel. Und weh, der Scheiß läuft jetzt hier nicht vernünftig. Ah, kein Holz, keine Bretter, ich brauch Bretter, Mama. Oh, hier sind Bretter drin. Okay. Wir werden dann mal eine Zuglinie so bauen. Kann der denn jetzt, wenn ich jetzt hier einen Express nehme, kann der das auch? Was nimmt der jetzt mit? Alles, seht ihr? Alles. Job. Gut. Also, da hat es deinem Lokführer wohl die Hose vom Hintern gerissen. Was könnten wir denn da jetzt noch reinmachen? Keine Ahnung, Weizen haben wir, es ist ja alles drinne hier. Er soll jetzt einfach alles das nehmen, was er für richtig hält und das da hinbringen. Holz 11,6. Es bleibt Holz drin, die Maschine läuft jetzt die ganze Zeit hier auf Hochtouren. Sie muss auf Hochtouren laufen. Sie darf nicht immer abflachen. Wenn wir das jetzt jedes Mal haben, ey, dann haben wir echt ein Problem. Meine Aufgaben sagen 10 und 8. Das ist immer noch nicht genug. 300 Punkte. Das macht erleichtert den Zugbegleiter die Arbeit und senkt dadurch die mittleren Kosten für Zugpersonal. Reduziert die wöchentlichen Kosten. Haben wir hier nicht irgendwas, was unsere Sicherheit erhöht? Dann hier wieder Personal einstellen ohne Ende. Dankeschön. So, jetzt wollen wir uns mal hier ein bisschen um unsere Zuglinie kümmern. Hier ist nämlich kein Mitarbeiter. Die beiden vertragen sich wieder nicht. Sehr schön. Auch mal noch jemanden reingemacht. So. Jetzt läuft hier aber die Arbeit wirklich tadellos. Also das Problem haben wir jetzt gelöst. Die Stadt läuft. Hier haben wir einfach zu wenig Weizen. Weizen, Weizen, Weizen. Wo können wir uns Weizen wegholen? Wir brauchen dringend Weizen. Hier hätten wir auch nochmal ein Holz verkommen. Aber das ist jetzt gut. Holz haben wir jetzt erstmal. Hier steht die Armee, seht ihr? Cool. Aber wir haben kein Weizen. Doch, hier haben wir Weizen. Wer brauchte Weizen?
uns jetzt, wir brauchen Weizen. Bauen wir uns auch hier im Bahnhof einen großen. Was hast du mit dem Bahnhof nur vor? Eine Finte? Oder einfach nur Matsch im Hirn? Wo wollten wir das denn jetzt machen, Leute? Da wollten wir eigentlich Weizen hinbringen, ne? Da hat es deinem Lokführer wohl die Hose vom Hintern gerissen. Haben wir auch. Sehr schön. So, was macht jetzt? Macht jetzt meine Aufgaben 10 und 8, Leute. Ey. 3,2. Wir haben genug in der Produktion. Also hier. Das kann jetzt nicht sein. Also jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt verstehe ich es auch nicht. Jetzt sind hier schon 9, also die Produktion läuft durchgehend jetzt. Das Holzproblem haben wir anscheinend wohl beseitigt. Hoffe ich. Ja, weiß es nicht. Ich hoffe es, dass wir das Holzproblem beseitigt haben. Auf jeden Fall immer genug im Lager. Das ist ja das, was wichtig ist. Das Premium in den geschlossen. Noch irgendwas? Weg. Werden auch nur Tiere und so eine Scheiße wiederhergestellt. Da Bier. Immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Ja. Okay. Auch. War auch. Ja, jetzt kommen wir so langsam hier wirklich mit den ganzen Sachen so ein bisschen mal voran. Jetzt haben wir auch hier mal wieder ein bisschen Punkte. Können wir hier mal wieder ein bisschen was ausgeben für die Forschung. 4 Millionen haben wir jetzt schon. Aber Unruhe in New York. Pöpel will nicht in den Krieg ziehen. New York haben wir uns auch noch gar nicht drum gekümmert, ne? Chicago, ne. New York ist ja unten. Chicago war das. Chicago geht's nicht sehr gut. Hier ist Fleisch komplett voll. Ja, dann könnten wir doch einfach mal eine Zuglinie errichten in Chicago nach Indianapolis. Zurück und dann wieder dahin. Dahin. Und soll er einfach automatisch machen und Koski. Dann wird da auch mal ein bisschen Fleisch rausgenommen und dann das auch mal ein bisschen verteilt. Und damit ist es doch dann auch schon wieder super gut.
Könnte man nämlich noch eine Zuglinie errichten. Und da. Da. Dort zurück. Dann wird da nämlich auch nochmal ein bisschen Bier verbreitet. Peter nimmt da nämlich auch wieder ein bisschen Fleisch mit. Und so läuft die Produktion. Die bringen dann Bier mit und bringen das nach Chicago. So sieht das doch auch schon gar nicht so schlecht aus, ne? Dann können wir noch eine neue Zuglinie errichten. Und zwar von da nach da und zurück. Dann ist das nämlich auch am Bahnhof gebaut. Wir haben Schnaps. Können wir hier auch nochmal eine... Okay, dankeschön. Neue Zuglinie von hier nach da und da zurück. Was wiegt 50 Tonnen da und hat keine Räder? Na, hier fehlen uns Transportgüter. Machen wir trotzdem mal so ein. Wohin setzen? So. Meine Aufgabe 12. Also eins haben wir erledigt. Jetzt fehlt nur noch Jacksons. Wir haben aber auch zurzeit wieder nichts drin. Ja, gut. Hier unten fehlt. Müssen wir mal sehen, ob wir das noch schaffen. Ich sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss.